Was geht ab, meine Seefighter, Osriel, zu einem weiteren Team-Rating-Video Nummer 55, um genau zu sein. Vielen lieben Dank auch für die ganze Einsendung diese Woche. Falls ihr wie immer wissen wollt, wie mache ich eigentlich mit, der Link ist in der Beschreibung, Freunde. Checkt ihn aus und dann seid ihr auf jeden Fall gut informiert. Ich würde aber auch sagen, wir verlieren nicht viel Zeit und legen direkt los. Erste Einsendung ist von Andrea oder aka Piss Bacorino. Lieben Dank für deine Einsendung, und zwar haben wir folgendes gelistet, beziehungsweise steht hier dran. Hashtag Team Osru, Pure Broly Team. Bis auf Vegeta linken sich super untereinander, spielt das Team sehr häufig und das Team, richtig geil, ist natürlich ein Pure Saiyan Team, aber unser Boy hat sich eine eigene Thematik gegeben. Er hat da quasi nur Brolys reingeklatscht. Natürlich Logo Evo Vegeta als Leader ist mit am Start, aber nicht schlimm, denn Evo Vegeta linkt sich auch sehr gut mit den ganzen Boys. Und ich finde das cool, wenn man sich so seinem eigenen Team eine eigene Thematik gibt. Also da würde es von mir auf jeden Fall so einen Bonuspunkt geben, so. Ist auf jeden Fall geil, aber wenn wir das Ganze mal so betrachten, wie wir das sonst immer machen, dann haben wir natürlich erstmal jeder Charakter gehört zum Leader Skill, Pure Saints Charaktere, 6 von 10 Punkten, alle sind Max Level, Max Awake, dann sind das 8 von 10 Punkten. Und ey, das sieht echt geil aus, das Team, aber lass uns erstmal abchecken die Charakterliste. Aber ja, stimmt, ich hatte keine Charakterliste, nicht schlimm. Aber da kann ich halt nicht auf die weiteren Punkte ein. Ja, ob das das beste Team aus seiner Kackliste ist und so und so fort, ne? Zum letzten Punkt. Ja, 8 von 10 Punkten sind auf jeden Fall, aber das Team an sich funktioniert sehr, sehr gut. Jetzt halt die Frage, wie hältst du die Rotation? Da geht auch viel, wirklich. Du kannst zum Beispiel, was du machen kannst, ist. Was habe ich mir ausgedacht? Ich habe mir gedacht, auf jeden Fall. Du könntest natürlich auch. Also, Evo Vegeta müsstest du nicht unbedingt in deiner Rotation halten. Falls du machen willst, kannst du auf jeden Fall machen. Aber was ich wahrscheinlich eher machen würde, wäre. Super Saiyan 3 Broly in einer Rotation hatten mit LR Broly, denn sie teilen sich 5 Link-Skills, haben noch Saiyan Lineage, was er von den anderen nicht bekommen, wäre Ki plus 1. Aber die Sache ist halt die, wenn ich zum Beispiel jetzt, der physisch Super Saiyan Broly, der teilt sich mit 6 Link-Skills mit dem Izay Broly, das ist wirklich sehr, sehr schön. Und den dann quasi rauszuhalten mit dem Izay Broly, das, also guck mal, ich habe mich halt die Frage gestellt, okay, nehmen wir mal an, ich halte LR Broly in einer Rotation mit dem Super Saiyan physisch Broly, was mache ich mit den anderen Charakteren? Ich könnte natürlich halten, Evo Vegeta mit Broly, das wären 3 Linkskills, okay. Da würde meiner Meinung nach Evo Vegeta nicht so. Der würde einfach das Mindeste haben, würde auf jeden Fall klappen, aber ja, wäre das Mindeste. Mit dem AGL Broly würde zwar Super Saiyan fehlen, er hat aber Prodigies, also das würde auch gehen, wäre auch das Mindeste. Von Super Saiyan 3 Broly bekommt er Prepare for Battle, Super Saiyan und Fierce Battle und von AGL dann eben statt Super Saiyan Prodigies. Dann dachte ich mir, ja, weißt du was, vielleicht. Also liegt an dir, wenn du Evo Vegeta nicht unbedingt in einer Rotation halten willst, musst, dann würde ich eher wahrscheinlich den physischen Super Saiyan Broly in einer Rotation halten mit dem AGL, 6 Linkskills, und in der anderen den LR Super Saiyan Broly mit 3-fachem Broly. Müsst halt entscheiden, ja. Kann natürlich sein, dass der Broly dir, der Super Saiyan 3 Broly, zu viel Schaden bekommt. Dann kannst du das nochmal ein bisschen umändern. Aber ansonsten auf jeden Fall ein sehr schönes Team. Und wie gesagt. Also es ist richtig cool, dass du so eine eigene Thematik gesetzt hast. Ich finde das auf jeden Fall richtig interessant und geil. Da und aktuell auf Global kann man das auch machen mit einem Enhanced Transformation Team, mit einem Full Boo Team. Also wenn ihr das ganze Team aus Boos baut, das ist richtig geil, weil die mal alle Boos sollten eigentlich ein Enhanced Transformation sein, die meisten. Und die dann halt reinzuklatschen, das ist richtig geil. Ich finde das übertrieben geil, wenn man sich so eine eigene Thematik setzt. Jedenfalls kommen wir zum nächsten Team. Das nächste Team ist von Holzkopf TV. Lieben Dank fürs Einsenden. Er schreibt uns noch einen Moment, wenn wir das besser aufpoppen dürfen. Hashtag Team Osru. Hi Osru, ich habe hier mein Dream of Gods Team und möchte wissen, ob das so gut ist oder ob man was verändern könnte. Mega Videos machen weiter so. Lieben Dank fürs Kompliment, Mate. Und dann gucken wir uns mal sein Team hier an der Stelle an. Wir haben hier, wie bereits erwähnt von ihm, jetzt ein Dream of Gods Team. Alle Charaktere gehören in Kategorie, gehören dem Leader Skill an, 6 von 10 Punkten, also Max Level, Max Awaked, 8 von 10 Punkte. Jetzt stellt sich hier mir die Frage, also das Team funktioniert auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist ein bisschen vollgepackt. Was meine ich damit? Ja, wie hat mir die Rotation etc. Ne? Gucken wir mal erstmal in die Charakterliste, denn ich habe da noch was gesehen. Ich habe einfach gefragt, okay, er hat LR Vegeta Blue, die Frage ist, okay, Tech Vegeta Blue, hat er einen Dupe oder nicht? Ich meine, wir wissen ja, mehr oder weniger Faustregel ist, wenn der Tech Vegeta Blue einen Dupe hat, dann tut er den LR Vegeta Blue irgendwann outdamagen, heißt, er macht mehr Schaden. Aber das heißt nicht, dass er besser ist, denn LR Vegeta Blues Vorteil ist ganz klar, der ist konstant. Immer macht er gut Angriff, ist defensiv stark, er hat einen defensiven Boost auf jeden Fall, kommt selbstständig auf die Key, erhöht seinen Angriff und Verteidigung der ersten Super Attack. Also der ist konstant immer stark, LR Vegeta Blue. Das Einzige ist halt, eben, das ist so die Faustregel, wenn man den Tech Vegeta Blue, wenn man bei ihm einen Dupe hat, dann tut er irgendwann outdamagen. Aber in Sachen Tankiness
braucht er auf jeden Fall ein bisschen, bis auf den Level von LA Vegito Blue zu kommen. Sei es von den Sets her, aber sei es auch, weil er direkt einen Attack und Death Boost hat, LA Vegito Blue. Denn bei Tech Vegito Blue erhöht er mit der Super Attack seinen Angriff und Verteidigung, aber das braucht er ein bisschen, damit der defensive Wert eben kommt, so wie der von LA Vegito Blue. Also da muss er auf jeden Fall differenzieren, ja. Das heißt nicht unbedingt, wenn dieser Tech Vegito Blue einen Dupe hat, dass der besser ist. Das ist nur, dass ihn Outdamagen tut, heißt er macht irgendwann mehr Schaden. Aber jetzt, warum kam ich drauf? Weil, ich habe gesehen, der Boy hat einen Dupe für Tech Vegito Blue und für Uigoku. Heißt, die beiden würde ich auf jeden Fall spielen. Das andere ist dann jedoch, wie halten wir die andere Rotation? Klar, du hast eine Rosé. Du könntest zum Beispiel Rosé halten in einer Rotation mit dem Fusion Zamasu. Könntest du auf jeden Fall machen. Müsst aber auf jeden Fall Fusion Zamasu mit ihm halten, denn Fusion Zamasu senkt auch, also senkt Superklasse mit deren Angriff um 10%. Tech Vegito Blue würdest du dann auf jeden Fall mit Uigoku halten. Warum? Tech Vegito Blue hat halt kein Prepare for Battle, heißt du musst ihn in einer Rotation halten mit einem Charakter, der Over the Flash hat, das hätte dein Uigoku, hätte auch einen Dupe, die Rotation wäre gar nicht mal so schlecht. Wir hätten Fierce Battle, Over the Flash und Kamehameha sollte das sein. Falls du LA Vegito Blue mitnehmen willst, mitspielen willst, kannst du es auf jeden Fall auch machen, so ist es nicht. Mit Uigoku hätte er aber nur Prepare for Battle, heißt du musst einen anderen Charakter finden, mit denen du eine Rotation hältst. Und apropos andere Charakter, apropos Rotation, wie halten wir die andere Rotation? Du hast einen Strength Godku, heißt, der ist auf 100%, den würde ich mitnehmen. Rein und raus rotieren kannst du ihn. Wenn du willst, kannst du auch auf jeden Fall auch mit Uigoku in der Rotation halten, wegen dem The First Awakened Link Skill. Aber ich will ihn erstmal rein und raus sortieren, weil die Rotation mit Uigoku und Vegito Blue ist echt nice. Dann will ich auf jeden Fall einen Supporter mitnehmen. Toppo heißt, die Zeitrotation, das ist ein bisschen schwierig, da konnte ich mich entscheiden, denn wir hätten auf jeden Fall noch. Ja gut, wenn du Rosé und Fusion Zamasu nimmst, dann hast du deine Antwort, dann ist das deine Zeitrotation. Aber wenn nicht, dann hast du ja noch Regina den Super Saiyan Goku. Was machst du mit den beiden? Die beiden in der Rotation zu halten, das ist nichts. Das ist legit nichts. Ein Linkskill, das ist Fierce Battle. Ja, das ist nicht mal Prepare for Battle, das ist Fierce Battle. Das taugt gar nichts. Heißt, da müsstest du dich entscheiden. Warum ist dieser Uigoku hier, soll der Friend Uigoku sein? Nimmst du den Friend Uigoku in einer Rotation mit Jiren? Passt auf jeden Fall gut, Turn of Power, Godly Power, Fierce Battle. Ist eine sehr schöne Rotation. Oder hältst du deinen Uigoku-Friend mit dem Super Saiyan Goku? Wäre auch gar nicht mal so schlecht, denn Uigoku hat Prepare for Battle und Over the Flash. Heißt, über die ganze Rotation hinweg tut er ihn auf jeden Fall gut decken. Aber dieser AG Super Saiyan Goku braucht halt ein bisschen, bis er warm wird, sag ich mal, ne? Wegen seiner Transformation, dass er sich jede Runde transformiert. Da müsste ich auf jeden Fall selber entscheiden, wie ist seine Zeitrotation. Würde mich aber auf jeden Fall auch interessieren, wie du sie bauen würdest. Und um ehrlich zu sein, würde ich vielleicht die von Strength Goku und Fusion Zamasu nehmen. Ich weiß halt nicht, wie die geduped sind. Aber auch Jiren und den Friend Uigoku würde ich es auf jeden Fall auch tun. Da musst du auf jeden Fall selbst entscheiden, mein Freund. Und dann, wie gesagt, ja, würde mich auf jeden Fall interessieren, für was du dich entschieden hast im Endeffekt. Weil wirklich, da geht echt viel so's nicht. Die nächste Einsendung ist dann hier an der Stelle von LauraLR95. Lieben Dank für die Einsendung. Und zwar haben wir hier folgendes Hashtag Team Osaru. Und folgendes Team. Wir haben ein Super Saiyan 3 Team. Auf jeden Fall ein sehr schönes Team. Alle Charaktere gehören zu der Kategorie, zum Leaderskill besser gesagt. Das sind schon mal 6 von 10 Punkte. Also Max Level, Max Awaked, 8 von 10 Punkte. Wir haben Angel Goku und den dreifachen Goku GT auf 100%. Sehr schön. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schönes Team. LA Goku hältst du oder kannst du auf jeden Fall halten, wäre gut mit Super Saiyan Bardock. Warum? Super Saiyan Bardock hat für den Over the Flash, Super Saiyan und Experience Fighters 10% auf den Angriff. Und wenn die HP 70% und drunter fällt, dann gibt er noch durch seine Passive den 40% Boost für den LA Super Saiyan 3 Goku. Die Sache ist halt, was machst du mit anderen Rotationen? Ja, was heißt, was machst du mit anderen? Das geht auf jeden Fall auch. Die Sache ist, dieser AG Super Saiyan Goku, der fühlt sich halt wirklich nur in diesem Setup mit Super Saiyan 3 Bardock wohl. Weil der hat Prepare for Battle am Anfang. Der hat kein Over the Flash. Erst in der Super Saiyan 3 bekommt Over the Flash. Heißt, du müsstest ihn so lange mit, also wenn du natürlich spielen willst, mit Goku halten. Wenn nicht, hast du eine andere gute Rotation. Angel Goku und 3-fach Gotenks. Oder du nimmst den Friend Bardock noch mit und involvierst ihn. Gucken wir erstmal in die Krackliste. Oh, der arme Boy, wie viele dreifachen Goku er noch rumliegen hat. Aber er ist schon auf 100%. Ich fühle mit dir, bei meinem Super 17 ist es genauso. Oh shit, okay. Jedenfalls, worauf halte ich Ausschau? Also ich würde dir erstmal eine Frage stellen oder würde erstmal empfehlen, dir klar zu machen, wie deine Zeitrotation wird. Also die erste würde ich dir zum Beispiel vorschlagen, Super Saiyan 3 Bardock mit LR Super Saiyan 3 Goku. Die andere müsst ihr gucken, wenn du dein AGL Super Saiyan Goku spielen willst, da musst du ihn mit dem Friend in deiner Rotation halten. Wenn nicht, dann hältst du Angel Goku mit 3 von Gotenks und dann könntest du ihn hier vielleicht sogar auswechseln. Nämlich durch
einen Supporter. Nämlich, weil, also, weiteren Super Saiyan 3 Supporter gibt es schon, der vom 3-Jährigen, aber den kannst du nicht spielen, weil du Super Saiyan 3 Goku schon logischerweise drinnen hast. Ich wollte auf was anderes hinaus, nämlich, Bardock gibt dir noch den Int-Charakteren, Super Int-Charakteren einen Boost. Keep Ultra HP, Attack und Def 90%. Und dann nimmt man dann quasi den Buff Goku mit, der Int-Buff Goku, denn er gibt den Tech und Int-Charakteren Keep Ultra auf den Angriff und auf die Verteidigung 25%. Und wenn du ihn reintust, statt dem Goku hier, dann ist das quasi das hardest hitting Team von den Super Saiyan 3 Charakteren. Also, aber auch so würde ich dir vielleicht in Klammern extra Punkt geben, in Klammern 9 von 10 Punkten, weil aus deinem, also, nee, was heißt in Klammern, nee, stopp, aus deiner Charakterliste hast du schon das Richtige gemacht. Beziehungsweise, ich weiß nicht, was deine In-Charaktere sind, aber aus der Charakterliste, die du mir gesendet hast, hast du das richtig gemacht, heißt 9 von 10 Punkte. In Klammern würde ich dir 10 von 10 geben, weil da quasi eigentlich nur der In-Buff Goku fehlen würde. Aber auch so würde es auf jeden Fall gut funktionieren. Und dementsprechend, genau, vielen Dank für die Einsendung, ist auf jeden Fall ein schönes Team. Und in Sachen, ja, in Sachen Rotation musst du halt schauen, wie du die Zeit hältst. Aber da geht auf jeden Fall auch. Ja, ich weiß halt nicht, wie sehr du dann mit Goku liegst und ob du dann Bock auf den Buff Goku hast. Entscheide es am besten selbst und dann kannst du aber auch gerne wissen lassen in den Kommentaren. Alright, dann kommen wir zum letzten Team von heute. Das letzte Team ist von Thomas! Thomas123, lieben Dank für die Einsendung. Hashtag Team Osuru. Das ist eines meiner Teams. Alle auf Max Super Attack Level. Dann gucken wir uns das Team mal an. Wir haben ein Pure Saints Team. Sehr schön, Pure Saints Team. Alle Charaktere gehören dem Leaderskill 6 von 10 Punkten. Alles Max Level, Max Awake 8 von 10 Punkten. Und ganz klar, halten wir LR Majin Vegeta mit LR Super Saiyan 3 Goku in eine Rotation. Wir haben Over the Flash, Shattering Limits in Key plus 5. Super Saiyan haben wir vertreten, 10% auf den Angriff und Legendary Power. Das ist wirklich eine sehr schöne Rotation. Super Saiyan 3 Bardock halten wir auf jeden Fall als Rotationscharakter rein und raus rotieren. Wenn er reinkommt in die Rotation, deckt er sie auf jeden Fall gut, weil er hat Prepared for Battle und Over the Flash. Das ist auf jeden Fall das Geile an ihm. Hat Super Saiyan am Start, Fierce Battle. Herz für den LR Super Saiyan 3 Goku dann noch. Experience Fighter 10% auf den Angriff. Und, ja, hat da noch einen Support-Aspekt durch die Passive, wenn die HP 70% und drunter fallen. Deswegen mag ich Super Saiyan 3 Bardock auf jeden Fall. Andere Frage ist, wie halten wir die in die andere Rotation? Also ich würde mir vielleicht noch einen weiteren Supporter wünschen, weil wir haben jetzt zwei LR-Charaktere. Ist halt die Frage, auf wen könntest du verzichten? Ich sag mal folgendes, die andere Rotation wäre dann, wenn wir quasi die drei Charaktere abgeschlossen hätten, könntest du entweder halten wie Evo Vegeta mit Ui Goku, Tournament of Power, Fierce Battle, Prepare for Battle. Ist eine gute Rotation, kann man auf jeden Fall spielen. Oder Argel Super Saiyan Goku mit Evo Vegeta, weil Ui Goku, also Evo ist ja der Leader, den können wir nicht raustatschen. Das Problem mit dem Super Saiyan Goku ist, der verliert ab dem Anbeginn, indem er zu Super Saiyan 3 wird, Prepare for Battle, bekommt Over the Flash und das hat Vegeta nicht. Dann linken die sich nicht. Also ich weiß da wirklich, ich sag das immer und immer wieder, aber ich weiß nicht, wie ihr halt an dem Charakter hängt, ob ihr ihn unbedingt spielen wollt oder nicht. Das macht natürlich auch was aus. Wenn du ein Spiel willst, dann spielst du ihn auf jeden Fall, dann passt das Team. Wenn nicht, dann würde ich auf ihn verzichten. Und du hast Tora in deiner Charakterliste. Tora Awaken. Tora ist ein sehr guter Supporter. Und Tora dann reintun, denn er gibt dann jeden verbündeten Keep plus 3 Angriff 40%, hat 6% mindestens Heal. Und genau, das würde ich dann diese Änderung machen. Natürlich könntest du dann auch, wenn du auf Ui Goku keinen Bock hast und Evo Vegeta Super Saiyan gehen willst, kannst du dann Super Saiyan 4 Goku zum Beispiel reintun und Super Saiyan 4 Goku mit Evo Vegeta spielen. Hätten dann Prepare for Battle, Fierce Battle und Super Saiyan. Genau, das wäre eigentlich so mein Ratschlag dazu zum letzten Team, Freunde. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für die ganzen Einsendungen dieser Woche. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.